Und ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ihr Lieben. Wenn ihr wissen möchtet, wie man so ein süßes Osterkörbchen ganz schnell und einfach ja, selber machen kann, dann solltet ihr euch jetzt unbedingt das Video anschauen. Und ja, da erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ich das Ganze gemacht habe und natürlich auch, wie ihr das selber nachmachen könnt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüssi! So, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Also ihr braucht auf jeden Fall dafür eine Heißklebepistole, ein Messer oder eine Schere, Bleistift und dann natürlich dieses Moosgummi. Und ja, dann können wir direkt anfangen mit den einzelnen Bauteilen. Ich habe euch die Maße, wie ihr seht, groß aufgeschrieben. Und zwar fangen wir jetzt erstmal mit dem großen Stück an. Das hat die Maße 9,5 mal 14 cm. Das markieren wir uns dann halt einfach auf dem Moosgummi. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe Gelb entschieden. Ist natürlich optional. Ihr könnt dann natürlich auch gerne andere Farben verwenden, wenn ihr möchtet. Und ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal die ganzen Einzelteile zurechtschneiden. Entweder mit der Schere oder, wie ich das hier in dem Fall gemacht habe, mit dem Messer. Ja, dann brauchen wir zweimal, also zwei Teile mit dem Maßen 6 mal 14 cm. Das sind quasi unsere ersten Randteile sozusagen. Und da das Ganze ja ein Korb werden soll, brauchen wir das Ganze natürlich nochmal für die anderen Seiten. Das entspricht dann dem Maßen 9,5 mal 6 cm. Da könnt ihr euch das Ganze halt entweder so markieren oder wenn ihr so eine Schneideplatte habt, wie ich, dann könnt ihr das theoretisch auch, solange es keine Komma 5 Stellen sind, einfach gerade auf die Matte legen und da dann halt einfach abschneiden mit dem Messer. Da könnt ihr euch ein bisschen ja, das Messen ersparen. Mache ich auch ganz gerne und ja, aber das ist natürlich eure Entscheidung, wie ihr das gerne denn am liebsten machen würdet. Ja, wie ihr seht, markiere ich mir das jetzt einfach die ganzen Maße, die wir brauchen. Und dann wird das Ganze einfach, wie ja, in meinem Fall mit diesem Cutter zurechtgeschnitten, wie ihr seht. Oder halt mit der Schere, wie gesagt, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich finde es mit dem Messer ganz praktisch, gerade bei so Sachen, ja, weil es meiner Meinung nach einfach ein bisschen gerader wird. Aber das ist ja wirklich die reine Geschmackssache. Ja, und dann haben wir eigentlich schon mal unsere Basic-Teile fertig. Dann bleibt hier auf dem Stück so ein kleines übrig. Da schneide ich mir jetzt einfach einmal in der Länge von dem Lineal so ein Stück ab, was wir später als Träger für den Korb verwenden können. So, damit wäre unser Korb im Prinzip fertig. Da das Ganze aber so natürlich ein bisschen langweilig aussehen würde, habe ich mich dazu entschieden, noch ein bisschen Gras quasi drumherum zu machen. Da seht ihr jetzt die Größen, welchen wir brauchen. Also 2 mal 3 mal 14 cm und 2 mal 3 mal 9,5 cm. Das entspricht in der Länge natürlich wieder dem Maßen unseres Körbchen. Und ja, hier seht ihr jetzt, hier messe ich jetzt auch nicht aus, hier nehme ich jetzt einfach so, wie ich vorher gesagt habe, einfach die Maße von meiner Schneideplatte oder Schneidematte, besser gesagt. Und ja, vier Streifen für vier Seiten des Körbchen natürlich. So, und dann müssen wir uns einfach diese Graslinien aufzeichnen. Beziehungsweise, wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich auch freihand machen. Also freihand ausschneiden. Ich habe es mir halt jetzt immer ein bisschen aufgezeichnet, weil ich so für mich ein bisschen einfacher finde. Hier seht ihr jetzt gerade, wie die zwei kürzeren Seiten noch kurz, ja, ein bisschen gekürzt werden. Könntet ihr aber theoretisch auch im Nachhinein machen, wenn das Ganze schon klebt. Ja, und dann, wie ihr hier seht, nehme ich jetzt einfach den Bleistift und zeichne mir da jetzt einfach dieses ja, Gras drauf. Also es ist wirklich nichts Kompliziertes, einfach so ein paar Zacken und schon entsteht da so eine kleine süße Wiese, wie ihr seht. Seht ihr, das habe ich jetzt bei einem gemacht. Das gleiche mache ich natürlich bei allen anderen vier Teilen. Dann möchte ich noch einen kleinen Hasen haben. Da habe ich mir jetzt einfach auf ja, normales Karo-Papier erst einen Hasen vorgezeichnet, wie ihr seht. Und den zeichne ich mir jetzt einfach auf mein braunes, ja, auf meine braune Moosgummiplatte. Jetzt war mir gerade das Wort entfallen. Nach. Wenn ihr den nicht selber zeichnen möchtet, dann könnt ihr euch natürlich einfach irgendeinen Hasen über Google Hasensuche, also Scherenschnitthase eingeben und dann findet ihr dort einen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele im Internet.
Und ja, wenn wir das alles haben, dann können wir das Ganze schon mal anfangen auszuschneiden. Wie ihr seht, jetzt einfach die Zacken vom Gras. Da aufpassen, dass ihr nicht versehentlich auf der falschen Seite schneidet. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich mich dann gewundert habe, warum nur einzelne Dreiecke übrig bleiben und nicht das Gras. Da einfach kurz drauf gucken. Und ja, dann haben wir soweit fürs Erste alle Teile ausgeschnitten. Jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch schön zusammenkleben. Und da seht ihr jetzt, wie ich mit der Heißklebepistole so einen dünnen Kleberand mache und das Ganze dann einfach hier unten schön ansetze. Da müsst ihr dann einfach kurz ein bisschen drücken. Und ja, das ist im ersten Moment noch ein bisschen wackelig. Lasst euch dabei nicht irritieren. Das Ganze wird noch stabiler. Jetzt machen wir das Ganze natürlich auch mit der zweiten Seite. Also erstmal die lange Fläche kleben. So, die natürlich auch wieder ein bisschen andrücken, wie ihr seht. Und wenn wir das haben, dann müssen wir das Ganze natürlich verbinden für die Stabilität. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auch nochmal mit der Heißklebepistole rein und drücken das Ganze schön zusammen. Ja, das Ganze machen wir jetzt natürlich Schritt für Schritt auf allen vier Seiten. Und im Anschluss habe ich mich dafür entschieden, die inneren Seiten auch nochmal ein bisschen mit der Heißklebepistole drüber zu gehen, weil zum einen sieht man es im Inneren eh nicht, weil da kommt ja später noch Ostergras und so drüber. Also von dem her ist es nicht schlimm, wenn man da ein bisschen ja, Klebefläche sieht sozusagen. Und zum anderen wird es dadurch halt einfach stabiler. Und wenn ihr euch jetzt außen ein bisschen zu viel Kleber hingekommen seid, dann könnt ihr das einfach im Nachhinein auch einfach mit der Schere oder mit dem Messer wegschneiden. Wenn es euch jetzt optisch stört oder ihr überklebt, einfach die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch. Und ja, wie ihr jetzt gerade seht, mache ich mir jetzt hier einfach die ganzen Linien nochmal schön nach mit der Klebepistole, wodurch das halt einfach wirklich auch gewährleistet ist, dass das Ganze auch wirklich schön zusammenklebt. Ja, und wie ihr seht, sind wir jetzt gerade schon bei der letzten Seite. Da musste ich jetzt auch kurz ein bisschen korrigieren, weil es nicht ganz so auf Anhieb saß, wie ich wollte. Aber das ist überhaupt kein Problem. Der Heißkleber trocknet zwar sehr schnell, aber ihr habt auf jeden Fall noch 2, 3 Sekunden Zeit, das zu korrigieren, direkt nach dem Ansetzen. Also von dem her ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr da jetzt nicht ganz ja, perfekt auf Anhieb das hinsetzt. Ja. Jetzt seht ihr, haben wir die vier Seiten fertig. Dann kommt hier natürlich jetzt einfach auch nochmal die drei Kanten, wo wir jetzt noch nicht fixiert haben, Heißkleber drüber zum Fixieren. Ja, und dann ist unser Korb soweit fast fertig. Jetzt kleben wir natürlich einfach noch den Griff oben dran, da einfach rechts und links, also auf beiden Seiten, ein bisschen Heißkleber, kurz andrücken und fertig. Ja, und dann geht es auch schon los mit dem Dekorieren. Und zwar haben wir jetzt unser Gras, das wir jetzt einmal komplett rumherum auf alle vier Seiten einfach festkleben. Und ja, dann habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz cool wäre, noch ein paar andere Deko-Elemente zu benutzen und habe mir dementsprechend mit meiner Stanzmaschine noch ein paar Teile ausgestanzt. Und ja, habe mir dann auch noch ein paar Ostereier einfach freihand ausgeschnitten. Und die werden wir dann jetzt auch einfach auch gleich zusammen draufkleben. So, da seht ihr schon die Teile, die ich mir ausgesucht habe. Die Blüten habe ich noch ein bisschen Strasssteine drauf gemacht, den Hasen noch eine Nase und Haare gemalt und ein Auge. Und ja, dann könnt ihr das Ganze einfach so dekorieren, wie ihr das gerne hättet. Wie viel ihr möchtet, ist natürlich komplett euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch andere Dekomaterialien verwenden. Man könnte zum Beispiel noch normales Schleifenband zum Beispiel benutzen und das kleben. Und ja, da ist eure Fantasie wirklich keinerlei Grenze gesetzt. Ihr könntet den Hasen zum Beispiel auch noch die Ohren ein bisschen verstärken oder so ein kleines Puschelfännchen dran kleben. Das habe ich jetzt komplett übersehen gehabt. Könnte man dann natürlich auch noch machen. Da gibt es, wie gesagt, ja, tausend Varianten, was ihr da natürlich machen könnt. Und ja, wie ihr seht, dann einfach schön die Sachen so dran kleben, wie ihr das gerne hättet. Ja, ihr Lieben, ihr seht jetzt natürlich, wie ich das Ganze einfach zum Schluss noch ein bisschen dekoriere. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das doch einfach gerne in die Kommentare unten rein. Und ja, wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, der darf das natürlich gerne kostenlos tun. Einfach mal rechts unten müsste jetzt ein Button eingeblendet sein, wo ihr den Kanal kostenlos abonnieren könnt. Und ja, ansonsten
Freue ich mich natürlich sowieso über jedes Kommentar von euch. Wenn ihr das nachbastelt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir Fotos zusenden könntet. Da freue ich mich immer sehr gerne, das zu sehen. Und ja, ihr Lieben, ansonsten hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ihr damit was anfangen könnt. Und ja, über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer sehr, sehr gerne. Und ja, ihr Lieben, es wird dann die Tage noch ein weiteres Ostervideo kommen, eventuell noch ein drittes, das kann ich aber jetzt noch nicht versprechen, das kommt darauf an, wie ich es zeitlich schaffen werde. Und ja, das Spezialvideo zur Verlosung ist auch schon fertig, das wird jetzt auch die Tage kommen. Ja, mehr möchte ich noch nicht verraten. Also bleibt einfach gespannt und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wie gesagt gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Und ja, ihr Lieben, das war's dann. Ihr seht jetzt gerade die letzten Schritte, wie ich jetzt einfach noch so ein paar kleine Details aufklebe und ja, da könnt ihr halt euch wirklich kreativ komplett austoben und das Ganze zum Schluss dann einfach noch mit ein bisschen Ostergras dekorieren. Und schon habt ihr ein super süßes individuelles Osterkörbchen. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und einen schönen Tag euch noch. Tschüssi. Tschüss.